Ich zeige euch heute die Parfums, die mir persönlich überhaupt nicht gefallen. Gleich geht's los. Hi, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuschauer. Ihr seid sehr willkommen auf meinem Kanal Fräulein Duftverrückt. Ich bin Jasmin und auf diesem Kanal geht es um das wundervolle Thema Parfum. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dies jetzt tun würdet. Ihr supportet und unterstützt mich damit. Aktiviert auch die Glocke und ihr werdet direkt informiert, sobald ein neues Video von mir online ist. Natürlich dürft ihr mir auch sehr gerne auf Instagram folgen. Dieses Video heute wird auch etwas anders sein. Ich werde euch kein Parfum in die Kamera halten. Ich dachte mir, ich zeige euch heute mal, welches meine Hassdüfte sind. Ja, Hass ist so ein bisschen, ja, es ist so ein starkes Wort. Es sind einfach Düfte, die ich überhaupt nicht mag, die ich ganz, ganz schlimm finde. Es tut mir leid, falls ihr die Düfte ganz toll findet und diese Düfte liebt. Es ist auch gut, dass es Menschen gibt, die diese Düfte toll finden. Nur ich persönlich für meinen Geschmack muss sagen, sie gefallen mir überhaupt nicht. Deswegen habe ich sie auch nicht hier. Das heißt, ich kann euch die Düfte nicht in die Kamera halten. Ich werde euch dann hier Bilder zu den jeweiligen Düften einblenden. Wir quatschen jetzt auch nicht lang und legen sofort los. Der erste Duft, den ich absolut nicht mag, wäre Alien. Ja, oh mein Gott, jetzt wird wahrscheinlich ein Aufschrei durch die Reihen gehen. Ja, ich mag Alien überhaupt nicht. Der Duft gefällt mir gar nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, so wirklich gefallen tut mir eigentlich gar kein Alien, auch von den Flankern nicht wirklich. Der einzige, den ich okay finde, ist Alien Goddess, weil der meiner Meinung nach überhaupt nichts mit Alien zu tun hat. Aber grundsätzlich sind die Alien-Düfte nicht so mein Fall. Vor allen Dingen die Urmutter Alien in dem lilanen Flakon. Ich finde diesen Duft so furchtbar. Der ist überhaupt nichts für mich, überhaupt nichts für meine Nase und auch überhaupt nichts für meinen Magen. Von dem Duft wird mir schlecht. Es ist egal, ob ich den trage, ob ich den an einer anderen Person rieche, ob ich den so in der Luft rieche. Es ist auch egal, wie stark dieser Duft bei mir ankommt. Ich finde diesen Duft ganz schlimm. Und mir dreht sich bei diesem Duft auch sehr, sehr schnell der Magen um. Ich weiß nicht, was es ist. Ich mag ja eigentlich Jasmin. Ich mag auch so schwere Düfte. Aber diese Kombination aus allem gefällt mir überhaupt nicht. Daher muss ich sagen, Alien ist für mich ein No-Go. Bleiben wir direkt in dieser Familie. Und zwar wäre der nächste Duft, der absolut gar nichts für mich ist, Angel. Ja, auch hier wird wieder ein Aufschrei durch die Reihen gehen. Ich weiß, dass Angel sehr begehrt ist, aber auch hier muss ich sagen, ich finde diesen Duft überhaupt nicht schön. Ich habe auch hier mit diesem Duft das Problem, dass mir auch schlecht wird davon. Er ist sehr schwer und penetrant, was ja nicht schlimm ist. Ich mag schwere, penetrante Düfte, aber hier verhält es sich genau wie bei Alien. Ich rieche den Duft, egal ob an mir, in der Luft, an anderen Personen. Das ist mir zu wuchtig, zu viel und mir wird auch schlecht von diesem Duft. Ich mag ihn überhaupt nicht. Ich weiß, er wird sehr gefeiert, aber für mein Näschen und meinen Magen ist dieser Duft auch nichts. Der nächste Duft von Mugler, Mugle, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, wäre Aura, beziehungsweise Aura, aber ich denke, man spricht es wahrscheinlich englisch aus, Aura. Ich finde diesen Duft auch ganz, ganz schlimm. Ich hatte ihn damals getestet. Es ist jetzt nicht so wie bei Angel und Alien, dass ich den Duft von vornherein wirklich schlimm fand. Ich fand, was ich gerochen habe, war schon schön. Es war mal was anderes. Diese Vanille-Rhabarber-Kombination hat man ja so eigentlich nicht wirklich. Ich habe ihn gerochen und dachte, der ist gar nicht so schlecht, ist interessant. Aber auch hier habe ich das Problem, mir wird schlecht von ihm. Ich kann ihn zumindest auftragen, kann ihn auch eine Zeit lang riechen, aber irgendwann dreht sich mir von diesem Duft der Magen um. Vielleicht ist es einfach die Kombination aus Rhabarber und Vanille, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall ist dieser Duft auch ein absolutes No-Go für meine Nase. Den nächsten Duft, der mir auch überhaupt nicht gefällt, wäre Good Girl von Carolina Herrera. Ja, ich weiß auch hier, es gibt sehr viele, die diesen Duft wirklich mögen. Ich für meinen Teil muss sagen, ich mag diesen Duft überhaupt nicht.
Good Girl Leger finde ich ganz toll, der ist schön. Der hat halt nur diese weiche Good Girl DNA, ist aber nochmal anders. Aber diesen hier, no. Es liegt auch nicht daran, dass es auch ein etwas schwererer, dunklerer Duft ist, ein süßer, würziger Duft. Das hat damit eigentlich gar nichts zu tun, denn ich mag solche schweren Düfte, ich mag süß-würzige Düfte, ich mag sowas. Auch so Gourmand-Düfte, die süß-würzig sind, das gefällt mir schon, nur dieser Duft gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich finde den irgendwie zu penetrant und ich finde, dass dieser Duft mir nach einiger Zeit so extrem auf die Nerven geht. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen ist. Die sagen, mir gefällt dieser Duft auch nicht. Dürft ihr mich gerne mal in den Kommentaren wissen lassen. Findet ihr den Duft eigentlich so vom Duftcharakter her gut? Aber er nervt euch irgendwann so extrem. So geht es mir mit diesem Duft. Wie gesagt, Good Girl Leger finde ich ganz toll. Der ist so schön. Der hat diese weiche Good Girl DNA, ist aber nochmal ein bisschen anders und so schön. Aber dieser Duft hier, no. Der nächste Duft, den ich auch nicht schön finde, wäre Candy von Prada. Ja, auch den lieben unheimlich viele. Ich für meinen Teil aber nicht. Ich finde den überhaupt nicht schön. Ich finde, der entwickelt auf meiner Haut eine buttrige Note. Das ist so ein buttriger Karamellduft und ich mag sowas überhaupt nicht. Karamell in Düften ist bei mir eh so eine Sache. Muss ich aufpassen, gefällt mir nicht immer. Hier gefällt es mir gar nicht. Wie gesagt, ich vermute, es liegt einfach daran, da sich diese Karamellnote auf meiner Haut sehr buttrig entwickelt. Dürft ihr mir auch sehr gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob das bei euch auch so ist, dass der sich so buttrig, ja so karamellbuttrig entwickelt. Das würde mich auch mal interessieren, denn viele lieben diesen Duft ja. Ich muss aber sagen, meine Nase findet den zu buttrig, karamellig irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Diese buttrige Note, die da auf meiner Haut durchkommt, die hebelt mich aus. Also das finde ich ganz, ganz schrecklich. Ja, deswegen ist dieser Duft auch ein No-Go für mich. Der nächste Duft, der für mein Näschen auch absolut gar nichts ist, wäre Soleil Blanc von Tom Ford. Ja, auch da weiß ich, dass denen sehr viele verfallen sind. Die Damen und Herren nutzen ihn gerne im Sommer. Ja, er hat schon was Sommerliches, aber ich mag diesen Duft überhaupt nicht. Ich vermute, es liegt an der Tuberose. Wenn ihr mir schon länger folgt oder länger Abonnent meines Kanals seid, dann wisst ihr, denke ich schon, dass ich und Tuberose nicht die besten Freunde sind. Tuberose in Düften kann für mich manchmal sowas von toxisch sein und ich vermute, in dem Fall ist es so. Die Tuberose kommt sehr stark dadurch. Ich muss sagen, ich finde diese Tuberose in diesem Duft hat keinen Kaugummi-Aspekt, denn das hat Tuberose auch oft an sich, dass sie so einen Kaugummi-Vibe hat. Das ist jetzt hier nicht der Fall, aber mir ist diese Tuberose in dem Duft einfach zu stark und ich mag es überhaupt nicht. Er hat so ein bisschen was von Sonnencreme, würde ich jetzt mal beschreiben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für meine Nase ist dieser Duft überhaupt nichts. Der nächste Duft, der mir absolut gar nicht gefällt, wäre ein Flanker von Soleil Blanc und zwar Eau de Soleil Blanc. Der ist Soleil Blanc sehr ähnlich, hat auch Tuberose mit drin. Eau de Soleil Blanc ist aber nochmal ein bisschen frischer, würde ich jetzt mal sagen. Aber trotzdem gefällt mir auch dieser Duft überhaupt nicht. Ich vermute wirklich, das liegt an der Tuberose. Ich finde beide Düfte überhaupt nicht schön und genauso wie Soleil Blanc gefällt mir auch, Eau de Soleil Blanc von Tom Ford, überhaupt nicht. Der nächste Duft, der mir absolut nicht gefällt, ist auch ein Duft von Tom Ford und zwar Black Orchid. Ja, ich weiß, den mögen auch sehr viele, aber mir gefällt der überhaupt nicht. Der ist mir zu schwer, zu wuchtig, zu penetrant. Der hat für mich auch irgend sowas von Gruft. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber für mich riecht er nach Gruft. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich finde diesen Duft überhaupt nicht schön. Ja, es gibt einige, die diesen Duft mögen. Der ist meiner Meinung nach schon extravagant. Also das ist definitiv kein 0815 Duft. Er ist schon besonders, weil er halt eben nicht riecht wie viele andere Düfte. Das muss ich zugeben. Aber dennoch finde ich diesen Duft überhaupt nicht schön. Und für mich ist dieser Duft auch ein No-Go. Der nächste Duft, der mir absolut nicht gefällt, ist ein Duft von Dior und zwar Hypnotic Poison Eau de Parfum. Ich hatte früher das Problem beim
Eau de Toilette von Hypnotic Poison, dass mir von diesem Duft immer schlecht geworden ist. Es ist egal, ob ich den an mir gerochen habe, am Zerstäuber, in der Luft, von dem wurde mir immer schlecht. Es hat sich instant mein Magen umgedreht. Mittlerweile kann ich den Duft wirklich riechen und ich finde ihn sehr, sehr schön. Ich kann ihn auch mittlerweile selbst tragen. Aber das Eau de Parfum hier, no. Das mochte ich noch nie. Ich habe ihn das erste Mal gerochen, ich fand ihn ganz schrecklich. Ich habe ihn irgendwann zwischendrin mal nochmal gerochen, nach ein paar Jahren, und ich finde ihn immer noch schrecklich. Ich vermute ganz stark, es liegt an der Lakritznote, die in diesem Duft ist. Mir ist schon aufgefallen, dass ich Lakritznoten in Düften nicht sehr gerne mag, vor allen Dingen nicht, wenn sie so stark sind. Also hier nimmt man sie definitiv deutlich wahr und das ist mir einfach zu viel. Ich finde die Lakritznote hier drin so mächtig und wuchtig. Also da hebelt es mich auch komplett aus. Ein absolutes No-Go für meine Nase. Kommen wir zum nächsten No-Go-Duft für meine Nase. Hier wird wahrscheinlich auch wieder ein Aufschrei durch die Reihen gehen. Und zwar wäre das ein Duft von Chanel. Und zwar Coco Mademoiselle. Ja, ich weiß, auch hier sind unheimlich viele Damen diesem Duft verfallen. Ich kann das nicht verstehen. Bin ich ganz ehrlich, ich kann es nicht verstehen. Mir gefällt dieser Duft überhaupt nicht. Er hat schon was Frisches, ja, ich meine auch so ein bisschen was Zitrisches, das ist nicht das Problem. Oder sagen wir mal die Zitrik an sich. Mein Problem in diesem Duft ist diese Orangennote. Mandarine in Düften finde ich ganz toll, aber ich meine, hier ist Orange drin und mir gefällt Orange in Düften überhaupt nicht. Wobei, selten, sagen wir es mal so. Ganz, ganz selten finde ich eine Orangennote in Parfums schön. Hier finde ich sie überhaupt nicht schön. Es gefällt mir einfach nicht. Ich meine, hier ist auch Patchouli drin. Und diese Kombi aus Orange und Patchouli, was ich doch recht deutlich wahrnehme, auch auf meiner Haut, passt für mich absolut nicht. Es passt einfach für mich nicht. Für meinen Geschmack passt es nicht. Ich weiß, viele lieben diesen Duft. Es tut mir auch unheimlich leid. Ich entschuldige mich nochmal. Ich zeige nämlich hier Düfte, die doch recht beliebt sind. Es ist nun mal mein Geschmack, meine Meinung und ich mag diese Düfte einfach nicht. Und ja, auch Coco Mademoiselle ist überhaupt nichts für mich. Ich sag nochmal, diese Orangen-Patchouli-Kombi auf meiner Haut, no, 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 no. Kommen wir zum nächsten Düftchen und auch hier wird wahrscheinlich ein Was durch die Reihen gehen. Baccarat Rouge von Maison Francis Kurkdjian. Nein, ich kann mit dem Duft absolut nicht. Ich kann mit ihm nicht. Sagen wir es so. Ich finde schon, er hat was Schönes. Schon. Dieses Süße, dieses Holzige. Ich finde, er hat auch so ein bisschen was Synthetisches. Das ist schon irgendwie nice, ja. Also es liegt am Duft an sich nicht. Aber ich kriege von diesem Baby Kopfschmerzen. Ich rieche den nicht lange und ich kriege sofort Kopfschmerzen. Es ist sehr schade, weil der Duft an sich eigentlich sehr schön ist. Aber er ist für mich ein Kopfschmerzkandidat. Dürft ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es euch da genauso geht, dass ihr diese Duft-DNA schön findet, ihr aber von diesem Duft Kopfschmerzen bekommt. Bei mir ist es so, weswegen dieser Duft für mich ein No-Go ist. Ich hatte schon Cloud von Ariana Grande getragen. Der ist ja Baccarat Rouge sehr ähnlich, definitiv. Ich würde nicht sagen, es ist ein Dupe, definitiv nicht. Er ist sehr ähnlich zu Baccarat Rouge, hat aber halt noch so einen Kokosnuss-Vibe mit drin. Da kriege ich keine Kopfschmerzen von dem Duft, überhaupt nicht. Aber Baccarat Rouge setzt mir so zu, dass ich von diesem Schätzchen extreme Kopfschmerzen bekomme. Ein weiterer Duft, der mir überhaupt nicht gefällt, ist ein Duft von Michael Kors und zwar Sexy Amber. Ja, Sexy Amber ist für mich einfach zu viel Amber. Das ist ein Parfum, da ist so viel Amber drin für meine Nase, dass mir das schon zu viel ist. Amber in Düften kann wirklich sehr, sehr schön sein. Also es ist nicht so, dass ich grundsätzlich kein Amber mag, aber in diesem Duft mag ich es nicht. Das ist mir zu viel Amber. Ich habe das Gefühl, mich erdrückt dieser Duft mit seiner Ambernote, weswegen mir der Duft auch gar nicht gefällt. Es ist auch so bei Grand Soir von MFK, das ist ja auch ein starker Amberduft, der gefällt mir auch nicht wirklich, weil mir einfach diese Ambernote zu stark ist, zu penetrant, zu erdrücken, die erschlägt mich. Und für meine Nase ist es in diesem Düftchen hier genauso. Deswegen ist Sexy Amber für mich auch ein No-Go. Kommen wir zu meinem nächsten Duft, der mir nicht gefällt. Das wäre diesmal ein Duft von Yves Saint Laurent und zwar Black Opium. Ja, richtig gehört. Ich gehöre zu den Damen, denen Black Opium absolut gar nicht gefällt. Ich finde den
nicht schön. Ich mag so Gourmand-Düfte, so warme Gourmand-Düfte mit Vanille, bisschen würzig. Ich mag das, ich liebe das. Aber diesen Duft mag ich nicht. Ich vermute, es liegt an der Kaffeenote. Die Kaffeenote erschlägt mich jetzt nicht, aber Kaffee in Düften kann für mich doch sehr anstrengend sein, muss ich ehrlich sagen. Und in dem Duft gefällt es mir einfach nicht. Ja, es ist viel Vanille, aber ich mag die Kaffeenote in diesem Duft überhaupt nicht. Ja, das ist so eine, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. So eine ekelhafte, süße Vanille-Kaffeeplörre. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich weiß nicht, wie ich euch das näher bringen kann. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, dass viele Damen diesen Duft mögen. Mir persönlich gefällt er gar nicht. Der einzige, den ich... Ne, es gibt, glaube ich, zwei, die ich ganz gut finde. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Black Opium Extreme? Also das ist einer von den Flankern. Da ist Schokolade mit drin. Den finde ich ganz gut. Und den aktuellen, der rauskam, den finde ich auch ganz schön, weil der wirklich sehr viel Vanille hat. Der ist wirklich schön. Aber das Original Black Opium, no. Kommen wir nun zum letzten Duft. Und auch hier wird wahrscheinlich ein Was kommen, wenn ihr das jetzt hört und seht. Diesen Duft mag ich auch überhaupt nicht. Delina. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich mag Delina absolut nicht. Ich taste mich ja momentan so ein bisschen an Rosendüfte ran. Rosendüfte waren für mich früher ein absolutes No-Go. Mittlerweile komme ich so ein bisschen in die Nähe von Rosendüften. Also ganz so schrecklich finde ich sie mittlerweile nicht mehr. Aber Delina gefällt mir überhaupt nicht. Hier ist auch Rhabarber mit drin und ich vermute ganz stark, es liegt einfach am Rhabarber. Ich vermute, meine Nase mag kein Rhabarber in Düften. Hier ist ja auch Litschi drin, Rhabarber ist hier drin, Rose ist hier drin. Aber ich kann mit dem Duft einfach nicht. Ich kriege von diesem Schätzchen hier auch Kopfschmerzen. Ich habe ihn schon getragen. Ich glaube, ich hatte ihn höchstens eine Stunde auf der Haut und dann musste ich mir den runterschrubben. Wirklich schrubben. Der klebt euch am Arsch. Das ist unfassbar. Den musste ich versuchen runterzuschrubben. Hat nicht ganz funktioniert, aber zumindest konnte ich ein bisschen abmildern damit. Aber der geht bei mir gar nicht. Ich, wie gesagt, habe den eine Stunde getragen und hatte dann Kopfschmerzen, weswegen ich versucht habe, den irgendwie abzuschrubben. Ja, ich weiß, der Duft gefällt vielen, aber wie gesagt, ich vermute, es liegt am Rhabarber. Ich hatte auch schon Delina exklusiv getestet. Der ist definitiv schöner für meine Nase als Delina. Aber auch Delina exklusiv hat mich jetzt nicht so umgehauen, dass ich den Duft unbedingt haben müsste. Er ist zwar schöner als Delina, aber umgehauen hat er mich nicht. Ja, sorry for that, aber Delina ist für mich auch ein absolutes No-Go. Ihr habt jetzt die Düfte gesehen, die ich überhaupt nicht mag. Überhaupt nicht. Entweder gefallen sie mir einfach vom Duft an sich überhaupt nicht oder ich kriege Kopfschmerzen oder mir wird schlecht oder alles zusammen. Ich mag diese Düfte einfach gar nicht. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure absoluten No-Gos sind, was Düfte betrifft. Das würde mich auch sehr interessieren. Ich sag nochmal, es tut mir leid, da ich mit Sicherheit von einigen hier Lieblinge gezeigt habe. Aber Näschen sind ja unterschiedlich und das ist auch gut so. Ich finde es toll, dass es Menschen gibt, die diese Düfte wirklich lieben und feiern. Nur ich für meinen Geschmack muss leider sagen, ich finde die überhaupt nicht schön. Ich verabschiede mich nun von euch. Ich wünsche euch einen sehr schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr dieses Video sehen werdet. Haltet die Ohren steif und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.